Willkommen zur Tumorsprechstunde. Heute wollen wir über das Thema Lebermetastasen und Inoperabilität sprechen. Noch bis vor wenigen Jahren hat es für die meisten Patienten ein Todesurteil bedeutet, wenn Lebermetastasen insbesondere vom Dickdarmkrebs aufgetreten sind. Und dass das nicht immer so sein muss, sondern dass auch dann noch eine Heilungschance besteht, das wollen wir mit dem heutigen Gespräch zeigen. Ich möchte mich ganz besonders bei Herrn Bump, der mir gegenüber sitzt, bedanken, der den weiten Weg aus Deutschland auf sich genommen hat, um heute dieses Gespräch gemeinsam mit uns zu führen. Ja, ich denke, so schnell sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Es war natürlich erschreckend, die Diagnose auch nach 12 Chemotherapien, dass man mich nicht mehr operieren kann, weil die Tumore zu groß sind und zu dicht an der Pfortader gelegen sind. Aber wie gesagt, wir haben dann im Internet recherchiert und meine Frau hat dann nicht locker gelassen und hat dann alles durchgekämmt, bis sie schließlich auf die Adresse hier in der Schweiz kam. Und so kamen wir dann zu Ihnen, Herr Professor Schmidt. Okay. Können Sie das nochmal beschreiben, wie Sie diese Situation erlebt haben und was dann mit Ihnen gemacht worden ist und welche Behandlungsschritte eingeleitet worden sind? Also es war im Januar 2012 bei meinem Internisten, gab es eine Zufallsdiagnose. Durch Ultraschall hat er gesehen, dass auf der Leber dunkle Flecken sind. Und wir haben das sofort untersuchen lassen mit Darmspiegelung. Kam dann raus, dass der Primärtumor im Darm saß. Und nach dem ersten CT wurde dann festgestellt, dass die Leber mit Metastasen befallen war. Und dann war für mich der erste Weg natürlich, wer hat die meiste Kompetenz, sage ich mal, im Saarland für solche Dinge. Und da sind wir dann zu einer der größten deutschen Kliniken gefahren und haben dann erstmal mit einer Chemotherapie begonnen. Und es waren dann 12 Chemotherapien. Und es wurde zwischendurch immer wieder untersucht, ob die Metastasen auch kleiner werden. Was allerdings nicht der Fall war. Komischerweise sind die geblieben, haben sich nicht verkleinert. Und dann hat die Chirurgie gesagt, es wäre also zu gefährlich zu operieren. Also es macht keinen Sinn mehr. Weil wenn die Blutgefäße verletzt werden, das wäre also dann dramatisch. Ja, das war natürlich erstmal sehr erschreckend, ne? Wenn Sie Ihren Krankheitsverlauf aus heutiger Sicht mehr als 4 Jahre nach der Diagnosestellung und aktuell sind Sie ja tumorfrei, noch einmal Revue passieren lassen, was war denn die schwierigste Situation und was waren vielleicht auch positive Erfahrungen? Die Chemotherapien an sich waren zum Schluss schon sehr belastend, muss man sagen. Also ich war dann froh, dass ich damit auch am Ende war. Das schwierigste Moment war natürlich, als die Chirurgie mir sagte, dass ich irreparabel bin und dass es keinen Sinn mehr macht mit der Operation. Da hat man mich im Prinzip mit dieser Meinung allein gelassen und jeder andere hätte gesagt, okay, das ist jetzt das Ende. Aber da muss ich jetzt meiner Frau dankbar sein, die hat nicht locker gelassen und hat so lange geforscht, bis sie dann praktisch zu Ihnen gekommen ist. Herr Bump, Sie haben ja im Rahmen Ihrer Behandlung viel durchgemacht. Es hat auch Komplikationen gegeben. Wie haben Sie denn diese schwierige Phase zwischen den Operationen mit Komplikationen erlebt? Ja, sagen wir, das ist schwer zu beschreiben. Also meine Methode war hier mehr oder weniger die Hoffnung nicht zu verlieren und Augen zu und durch. Ne? Wird schon gut gehen. Man muss auch an sich selbst glauben, denke ich. Ne? Und wenn man sich aufgibt, und dann hat man schon verloren. Also es ist ganz wichtig, dass man die Hoffnung nicht aufgibt und dass man sagt, auch irgendwie gibt es immer noch mal einen Weg. Und jeder Krankheitsverlauf ist ja sehr individuell bei jedem Menschen. Und warum soll es dann bei einem selbst nicht anders, besser laufen als bei anderen? Ne? Also wie gesagt, die Hoffnung nicht aufgeben. Ich denke, das ist das Wichtigste. Also dieser Optimismus hat Ihnen dann geholfen? Ja, ganz bestimmt. Wenn Sie Ihren Krankheitsverlauf betrachten, was würden Sie denn anderen Patienten, die heute die Diagnose, die Sie damals hatten, gestellt bekommen, Dickdarmkrebs mit Lebermetastasen und man kann nicht operieren, was würden Sie diesen Patienten raten? Ja gut, wie gesagt, ich wiederhole mich, die Hoffnung nicht aufgeben, versuchen so viel Kompetenz wie möglich zu erreichen. Also man sollte nicht gleich sich, sagen wir mal, vom Erstbesten
Mediziner vor Ort darauf verlassen, auf den seine Meinung, sondern er sollte verschiedene Meinungen einholen. Und sagen wir mal, gerade bei Tumor sollte man auch zu einem Tumorzentrum gehen, dass man Mediziner antrifft, die also jeden Tag nichts anderes machen, als sich mit Krebs zu beschäftigen. Und deswegen habe ich auch auf meine Ärzte am Anfang nicht gehört, die mich regional in irgendeinem Krankenhaus dort vermitteln wollten. Sondern ich habe gesagt, ich gehe gleich zum größten deutschen Kompetenzzentrum, und weil ich der Meinung bin, dass ich dort in den besten Händen wäre. Was mit Sicherheit auch, was die Chemotherapie betraf, auch richtig war. Nur zum Schluss dann mit der Operation sind die dann dort auch an ihre Grenzen gestoßen, muss man sagen. Aber man soll dann auch nicht aufgeben, da muss man weiter gucken. Die Welt ist groß und es gibt so viele Kapazitäten, auch national und international. Und ich denke, in so einer Situation darf man die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Ne? Herr Brumbe, ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch und dass Sie diesen weiten Weg auf sich genommen haben. Aber sehr gerne, ja. Ich glaube oder ich bin sicher, dass wir mit dem Gespräch zeigen konnten, dass es auch in aussichtsloser Situation noch Hoffnung gibt und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Vielen Dank fürs Kommen. Ja.